Na, und willkommen zurück zum eingetopftesten Backformat auf ganz YouTube Deutschland. Hilfe, man versteht es nicht. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Danke dafür, dass du mir das ins Bild reichst. Wir wollen uns heute nämlich mit dem Element Topf beschäftigen. Man kennt es. Man kennt es. Wind, Feuer, Topf. Und Wasser. Wasser, genau. Ist aber in Kombination mit dem Element Topf das Element Essen. Ja. Merkt man, dass ich viel Stardew Valley gespielt oder habe? Avatar. Oder Graveyard Keeper? Avatar. Das kann man nicht spielen. Der Topfbändiger. Der Topfbändiger. Ihr seht, wie ich diesen Topf bändige. Wir haben eigentlich auch noch schönere Töpfe. Philipp hat die nicht so schönen Töpfe rausgesucht. Ihr hattet euch von mir in der Vergangenheit immer wieder mal Gerichte gewünscht, die ihr zu Hause machen könnt ohne Backofen, die schnell gehen, die günstig sind, die einfach sind, die auch für Schüler und Studenten cool und schnell nachzumachen sind. Und ich habe eure Stimmen erhört. Und wir machen heute zwei meiner allerliebsten One-Pot-Gerichte. Wir haben einmal eine sehr, sehr leckere One-Pot-Pasta und ein One-Pot-Curry. Und es ist sehr schnell gemacht. Es sind wenige Zutaten, es sind günstige Zutaten und ihr könnt es in vegan oder nicht vegan machen. Und wenn ihr das Ganze hier gerne unterstützen möchtet, dann setzt dem Topf doch einen Deckel auf. Hihihi. Und lasst jetzt ein Abo der Demente unten bei mir auf dem Kanal. Oder wenn ihr das schon gemacht habt, dann aktiviert unbedingt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir starten mit dem Hauptelement. Der Deckel passt gar nicht drauf. Ist das ein Symbol für mich von dir? Dass wir nicht... Nein. Ja, das ist halt dann auch ein Bock. Ihr seht, selbst wenn der Topf, wenn der Deckel auf den Topf passt, passt es nicht immer perfekt. Und das ist jetzt sehr deep. Das hat viele Ebenen jetzt. Viele Meta-Ebenen. Wir starten gerne mit dem Curry. Und das ist ein Kartoffel-Kichererbsen-Curry mit Spinat. Und dann braucht ihr... eine Zwiebel, etwas Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Und schneidet das einmal klein. Ich habe die Töpfe mal ausgetauscht und die Zwiebel pulverisiert. Das ist jetzt einmal, kommt das in den Topf schon rein. So, dann kommt der Ingwer dazu. Und dann gehen wir jetzt mal mit unserem ersten Pot rüber an die Herdplatte. Die brauchen wir nämlich auch noch. Und ansonsten findet alles jetzt in dem schönen Ding hier statt. Folgen Sie mir. So, die Zwiebeln sind jetzt ein bisschen angebrannt und angebrannt. Ja, genau. Freudscher Versprecher. Ja, ja, die sind angebraten. Die sind angebrannt. Nicht in den Topf. Ja. Und da kommen jetzt Kartoffeln dazu. So, nimmt man den Zwiebeln, lasst den Topf anbrennen. Ja, bitte einmal anbrennen lassen. Da kommen jetzt Kartoffeln dazu. Und zwar zum einen Curry. Und weil ich Curry geil finde, kommen da 4 Teelöffel rein. Und Salz und Pfeffer nach Belieben, ihr Lieben. Oh, schauen Sie, wie salzig es ist, YouTube Deutschland. So, das lassen wir einmal alles kurz zusammen anbraten. Und dann fragt ihr euch jetzt zurecht, okay. Ja, okay. Ja, passen Sie auf. Das bleibt jetzt eine Minute drin im Topf. Brät an. Und dann schüttet ihr eine Dose ganze Tomaten dazu. Okay, ciao. So, das rührt ihr jetzt unter und dann stellt ihr das Ganze auf mittlere Hitze. Dann reiche man mir den Deckel bitte. Deckel drauf, 10 Minuten köcheln lassen, dann geht's weiter. Währenddessen könnt ihr mein Instagram auschecken. Oh mein Gott, das war die Überleitung des Todes. Kannst du noch? So, das hat jetzt 10 Minuten hinter sich gebracht. Ihr seht, das ist schon... sehr schön. Und da kommen jetzt die Kichererbsen rein und dann kommt das nochmal für 10 Minuten in den Topf. Okay, ciao. So, der Sud ist so gut wie fertig, würde ich sagen. Ah, Topfdings. Gucken wir jetzt. Ich rühre einmal kurz um, dass hier nichts anbatscht. Die Kartoffeln sind durch. Falls eure Kartoffeln jetzt noch nicht durch sind, lasst einfach den Deckel noch ein bisschen drauf und weiter köcheln. Ihr könnt aber trotz alledem schon mal den Spinat hinzupacken. Flap, so, genau so. Geht auch frisch, wenn ihr möchtet. Geht auch frischer, den brauche ich aber, hoppala, den brauche ich aber jetzt gleich. Und was nicht fehlen darf, jetzt kommt noch eine Dose Kokosmilch. Ach, klasse, jetzt sind wir hier auf Malibu mit dazu. Vielleicht kommt die Raffaello-Frau. So, das heben wir jetzt einmal hier unter. Dann lassen wir das noch 5 Minuten ziehen. Und dann ist schon fertig. Voll geil. Und ihr habt nur einen Topf voll Abwasch. Ja. So, falls eure Kartoffeln nämlich bis sie jetzt nicht durch sind, dann sind sie spätestens nach dem Bad in Kokosmilch und Spinat hier. Wir haben fertig. Ich habe das Ganze jetzt noch mal 5 Minuten köcheln lassen. Die Kartoffeln sind wundervoll durchgezogen. Und ich möchte euch gerne meine erste kleine One-Pot
Kreation präsentieren, die wir hier im Hause Steuer sehr, sehr gerne essen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ta, ta, ta. Ta. Super schön. Ihr könnt da auch noch, wenn ihr Bock habt, irgendwie Pinienkerne anrösten, mit reinballern oder noch mehr Tomate mit reintun. Ich persönlich und Philipp finden das so am leckersten. Und ja, dann probiere ich mal für euch. Es ist so heiß. Lass deine Zunge nicht abfallen. Mmh. Formidable, wie ja. immer. Boah. Es ist sehr lecker. Ihr könnt da würzen, was ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel noch ein bisschen Chili reinmachen oder Koriander oder Kreuzkümmel, Pfeffer, was auch immer ihr gerne haben möchtet oder noch mehr Curry. Ich persönlich finde das so am besten, das Rezept in der Infobox. Und das ist jetzt die Variante mit Kartoffeln. Wir haben ja aber noch eine weitere Variante, die ich euch jetzt gerne präsentieren möchte. So, wir machen mit dem zweiten Gericht weiter. Und ich habe ja gesagt, wir machen eine... Kommt dieser Fächer her? Mir ist sehr warm, in der Küche hier sind es. Erinnert mich an den Typ von Instagram, wie heißt der? Mike. 1 Milliarde Grad sind es hier in der Dings. Aber wenn ich Mike wäre, müsste ich... So. Wir brauchen wieder einen Topf. Und wir brauchen Zwiebeln und Knoblauch. Die kommen jetzt ebenfalls da rein. Und wir machen jetzt eine One-Pot-Pasta und zwar das Gericht, was wir im Moment am allermeisten konsumieren, quasi jeden zweiten Tag, weil es super simpel und sehr cremig und lecker ist und sehr, sehr schnell geht. Und folgen Sie mir zum Herd. Wir müssen jetzt nämlich den ersten Schritt aus Gericht 1 wiederholen. So, angebraten, da kommt jetzt Wasser hinzu. Wie gesagt, alle Rezepte in der Infobox. Hoppala, da, ich habe den halben Herd unter Wasser gesetzt. Da kommt das dazu und, Moment, ein Teelöffelchen Gemüsebrühe. Oder auch ein bisschen mehr. Flap. So, das rühren wir einmal ein bisschen unter. Ach, klasse. Und dann kommt Pflanzenmilch dazu. Flülülülütsch. Zack. Mega. So, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Bis hierhin EZPZ und dann nehme ich noch einen Teelöffel Muskatnuss. Das könnt ihr aber wirklich nach Geschmack machen. Die Kombi aus Muskat und Spinat immer ziemlich nice. Ja, ich auch. So, das wird jetzt einmal mit dem Deckel drauf. Für ungefähr 7 Minuten lasst ihr das köcheln und dann geht es da auch schon weiter. Während da drüben alles köchelt, habe ich jetzt hier alles weitere vorbereitet und zwar... unsere Nudeln für die Potpasta. Der Philipp hat nämlich kleine Mini-Schleifennudeln gekauft. Ach, klasse, die kann man sich so auf den Kopf tun. Ich liebe... Ich habe eine wichtige Frage. Ja? Was ist deine Lieblingsnudel? Meine Lieblingsnudel? meine Lieblingsnudel ist die Linguini. Warum? Weil die geil ist wie eine Spaghetti, aber da passt noch mehr Soße dran, weil die so lang und platt ist. Ich liebe Linguini. Gibt es eine Nudel, die du scheiße findest? Ja, diese Spirelli-Nudeln hier. Warum? Weil ich die mein Leben lang essen musste, weil meine kleine Schwester nie andere Nudeln essen wollte. Die Spirelli-Nudeln wurde ich immer gezwungen. Meine kleine Schwester war nicht der Meinung, andere Nudeln schmecken nicht. Und deswegen mussten wir immer Spirelli-Nudeln essen. Und deswegen habe ich jetzt, seit ich alleine wohne, tobe ich mich aus und bin ein Rebell an der Nudelfront und esse alles, auch Cannelloni und sowas. Was sind denn eure Lieblingsnudelformen? Schreibt mir mal eure Lieblingsnudelformen in die Kommentare. Genau, wir machen jetzt mit den Nudeln weiter, die ich jetzt hier einmal ordentlich durchgefummelt habe. Und wir brauchen frischen Spinat. So, und wir gehen jetzt mal rüber und machen weiter. Nudeln muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, wie man die kocht. Bitte einfach nach Packungsanweisung. Bitte kochen. Allerdings nicht im Nudelwasser, sondern hier in dem Schmackofatz. Und Deckel wieder drauf. So, unsere Noodles sind fertig gekocht. Und ich rühre noch mal gerade um. Ach, klasse, super. Könnte, oh, Entschuldigung. Heute bist du mit der Kamera aber auch irgendwie ein bisschen im Weg. Könnte man so jetzt theoretisch schon essen? Ich finde, da fehlt aber. Heute ist ein sehr spinatlastiger... ist aber auch wichtig für eine Schwangere. Genau. Da kommen jetzt noch 18 Kilo Spinat rein, damit die, wir kennen das von frischem Spinat, wenn der nicht mehr frisch ist, nur noch 2 Kilo sind. Ja. So funktioniert das mit Spinat. Ich muss den mal gerade hier so ein bisschen... Ja, wir hätten besser noch einen anderen großen Topf genommen. Verdammt! Aber wenn ihr den hier so ein bisschen reinstopft, dann wird er ja ganz schnell ganz klein. So sieht das aus, wenn Veganer kochen. Ach, ja, lecker. Einfach nur Salat im Topf. 90% Salat, 2 Nudeln. Ihr seht, der Spinat verschwindet schon. Ist die Eigenschaft von Spinat. Und was ich jetzt noch immer mit dazu packe, was ich super lecker finde, ist Frischkäse. Und ich nehme immer den von Simply V. Und zwar ein ganzes Paket. Nam, 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 nam. Und der kommt da jetzt einmal noch zusätzlich mit rein. Wird mit untergerührt. Und dann lasst ihr das nochmal so
5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie al dente eure Nudeln sein sollen, ein bisschen köcheln und dann geilo Milo. Ach, klasse, schauen Sie. Mm. Mm, jetzt geht er unter, du alte Dorfzicke. Ihr könnt auch hier nach Belieben noch würzen. Zu empfehlen wären da verrückte Gewürze wie Pfeffer. Nein. Doch, oder... Lass mich raten. Salz. Ja, so. So, wir haben einmal umgefüllt. Gericht Nummer 2 ist auch fertig. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Denn mein aktuell absolutes Lieblingsgericht. Ha, papa. Sehr schön. Und jetzt Achtung, absoluter Restaurant-Trick. Das sieht ja hier schon geil aus. Ihr könnt übrigens noch ein paar frische Tomaten dazu packen. Schmeckt auch sehr gut. Und jetzt einfach ein bisschen Pfeffer oben drauf. Ich habe eine absolute Pfefferobsession. Und Moment. Verdammt nochmal. Basilikumblatt und schon ist es Gourmet-Essen. Wow, 4-Sterne-Tempel. Ja, es sieht sehr wunderschön aus. Ich kann es euch nur sehr ans Herz legen. Es schmeckt fantastisch. Und wir probieren es sehr, sehr gerne jetzt. Denn ich habe es ja gestern erst gegessen. Ich habe es wirklich gestern erst gegessen. Yum, 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 yum. Ich liebe meine Nudeln. Es ist verdammt heiß. Ja, schmeckt geil wie immer, ne? Wie es schmeckt, wir es gestern erst gemacht haben. Es ist halt ein bisschen wie eine Carbonara, nur ohne Schinken. Wir machen es normalerweise nicht mit frischem Spinat, sondern mit aufgetautem Spinat. Den haben wir jetzt aber für das andere Gericht verwendet. Ihr könnt beides nehmen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Muskatnuss zu benutzen, weil das dem Ganzen nochmal so diesen gewissen Touch gibt. Und wenn ihr euch jetzt für einfache, schnelle, simple Gerichte interessiert, die man easy peasy schnell zu Hause nachmachen kann, dann habe ich diese beiden Videos für euch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag bei einem neuen Video wieder um 18 Uhr auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin und tschüss.